Wer glaubt, ein Einzug des SVS ins Toto-Pokalfinale wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, der irrt sich. Die Niederbayern haben den nämlich schon mal gewonnen. Weil das aber bereits 16 Jahre her ist, war die Euphorie in Schalding natürlich entsprechend groß. 1040 Zuschauer, großer Andrang, aber nicht nur wegen der Bockwurst und der Käsekreiner, sondern vor allem wegen des Gegners, Wacker Burghausen. Der Abstieg aus der dritten Liga bereits besiegelt, die taten daher gut daran, sich hier richtig reinzuhängen und am Ende des Tages eine kleine Wiedergutmachung zu leisten. Der Druck also auf Seiten der Burghauser in Orange, aber der Erwartungshaltung wurden sie nicht gerecht. In der ersten Viertelstunde war das noch die beste Gelegenheit der Gäste. Und auch Chance Nummer 2, eher ein Zufallsprodukt. Cincottas Versuch aus der Distanz, noch abgefälscht. Der Underdog aus Schalding machte das grundsätzlich gut, ließ Burghausen das Spiel gestalten und klärte teilweise rustikal, aber eben konsequent. Die Konterversuche wurden jedoch von den Gästen früh unterbunden. Hier auf Kosten einer gelben Karte für Stefan T. für sein taktisches Foul. Wir schreiben Minute 23. Der SVS traute sich erstmals etwas mehr zu. Brückel mit dem Schuss. Eibel hat mit seinem Kopfball an die Latte noch Pech, aber da ist Pillmeier zur Stelle. 1:0 für den Außenseiter. Michael Pillmeier ist hier der Glückliche, der seine Farben in Front bringt. In der Wiederholung sehen wir aber, wie passiv sich da die Wacker-Defensive verhält. Keiner ist wirklich an seinem Mann und Pillmeier reagiert einfach schneller als alle anderen. Sprung in die zweite Halbzeit, bereits eine Stunde gespielt. Wacker fand einfach nicht den Schlüssel zum Erfolg und ließ sich auch noch unnötig auf die teilweise hitzige Atmosphäre ein. Hier kassiert Maurice Müller für seinen Schubser die gelbe Karte, genauso wie vorher Michael Wirth fürs Ballsperren. Diese Szene bezeichnend, schön anzusehen war es wirklich nicht. 82. Minute, Burghausen rannte jetzt verzweifelt an. Während Schalding-Heining mit 11 Mann in der eigenen Hälfte stand und die Bälle nach vorne schlug. Kaum mehr Entlastung, aber eben auch kein Gegentreffer, denn Wacker gelang auch hier keine zwingende Torchance. Den großen Scheck bekamen am Ende also die kleinen Schaldinger, während beim Favoriten aus Burghausen nicht nur diese beiden kletterfreudigen Fans Frust schoben. So hatten sich die Gäste das nicht vorgestellt. Freude pur dagegen beim SVS.